Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Paragraphen Sylvias Lieblingsgesetzen. Heute möchte ich dir anhand des Gesetzes der Schwerkraft nur ganz kurz erklären, wie wichtig das ist mit den Gesetzen, weshalb ich diese Reihe hier, Paragraphen Sylvias Lieblingsgesetze, ist eine Playlist bei YouTube, weshalb ich die überhaupt mache. Und zwar, ich bin zwar Juristin und ich habe früher auch viel mit juristischen Paragraphen gearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, es gibt aber mehr als juristische Paragraphen, weil es gibt Lebensgesetze und es gibt einfach Gesetze der Mechanik, der Physik, wie auch immer, die ich beachten darf. Und wenn ich die nicht beachten darf, dann nützen mich die juristischen Paragraphen gar nichts. Und zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Wenn du etwas fallen lässt, dann fällt das nach unten. Wenn du dieses Gesetz nicht kennst und denkst, wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich das loslasse? Dann kannst du dich nicht darauf vorbereiten, was du tun musst, um das Ergebnis zu erzielen, was du haben möchtest. Deswegen, die Kenntnis der Gesetze, Lebensgesetze, juristische, ganz egal, ist nützlich, damit du deine Ziele erreichst. Okay? Deswegen mache ich diese Reihe für dich, damit du in deine Verantwortung kommen kannst und deine Ergebnisse erzielst, die du wirklich haben möchtest. Deine Paragraphen, Sylvia. Guck mal in die Playlist, was es da schon alles gibt.